schon wieder 1000 Leute, die zu Krim behandeln, die Dalai Lama. Und Luca in den Schalatron müssen. Aber das letzte Film nicht aufnehmen, das ist nicht die Ertragung. Das ist, muss auch dauernd sagen, die irgendwie, wenigstens wird und da ist und der hat nicht. Und nur so eine reaktionäre Sprache, nur so ein Mist. So, ich wollte jetzt aufnehmen. Drachenklaue mit Schwarzbeeten, ne? Hängt mit der Drachenklaue zusammen. Das sind die Drachenfiguren nicht aus Baldowern. Wenn du nicht die. Wie wäre das Zauberwort? Drachenklaue. So. Deswegen kommt er so nicht dran. Kann man nicht aufnehmen. So. Weil die dann stundenlang in der Figur stehen müssen. Nein, ich meine. Weil man das nicht bewegen kann. Das ist nicht dein Ernst. Nein, da hinten, da ist die Tür. Die Legende heißt. Da muss ich jetzt schon rumschreien, weil ich da unten gebreckt habe, weißt du? Und das ist üblich für uns. Und die Legende sagt, der Drachen zerreißt den Wolken, der Drache zerreißt den Donner, der Drache zerreißt das Blütenmeer. So wie die Legende. Und die Drachenhand selber können sie ohne von dem großen Lehrer, den ich ja nun ganz alleine bin auf dieser Welt, bis ich ja nun lange genug gewartet habe in irgendwelchen Filmen auf 1000 Internet, ob ich da nicht immer diese Drachenklaue, das ist glaube ich die Creator-Klaue, ja, doch. Das wird auch so dargestellt, Charlie Foot und so als Drachenklaue, das ist die Creator-Klaue. Und verwechselt mit der Adler-Klaue. Und die Drachenklaue kann ich. Von hier muss ich den Ming verschieben. Und den Tisau muss ich hier so gestalten. Dann kann ich die Drachenklaue so eine Stunde halten, dann kann ich sie so bewegen. Dann kann ich sie so bewegen. Das ist irgendwie sinnlos abrupt. Dann muss ich sie da durchbewegen, dass ich sie hier so bewegen kann. Und dann kann ich sie so bewegen. Das wird ja Martial Arts statt Kung Fu. Dann kann ich sie hier bewegen. Dann kann ich sie da bewegen. Da, da. Das dauert alles ziemlich lange. Und braucht normalerweise jede einzelne Haltung davon, muss eine Stunde durchlaucht werden, damit sie überhaupt funktioniert. Und dann hocken so welche so lange auf dem Fußboden, bis ihr Bauch auf dem Fußboden wächst, weil sie eine Stunde durchlaufen müssen für ein Schriftzeichen. Das nennt man in der Fachsprache der taoistischen Heiligen Inquisition Vendungsliturgie. Und das ist verbunden mit dem Versprechen, von mit einem Schlag an den Kopf runterhauen zu können. Und das genau geht gegen den Drachen. Jetzt zeige ich den Drachen, wie der wirklich funktioniert. Und dafür will ich nicht dreimal angeklickt werden, sondern eine Million oder ewiges Schweigen. Wie die anderen Lehrer auch. Eine Million, nicht Bitcoin, sondern Bargeld. Das ist Shen Shua Sao Kai Chu Yuan. Dung Shua Sao Kai Chu Shen. Dung Shua Sao Kai Chu Hai Hua. Jetzt habe ich das da am Anfang falsch gesagt. Ich sehe da hinten an, die notiert sich auch tatsächlich eine Wirkung auf mich. Ist es eigentlich schon beknackt sein. Man nennt das schon paranoiden
augenscheinlich nicht nachweisbaren Verfolgungswagen, der ja durch von Schizophrenen ausgelöst wird. Die meinen, sie sind jemand anders. Das ist ja ein Behaupten, der den Verfolgungswahn nicht augenscheinlich nachweisen kann. Das geht nur durch Wrecken, ist klar, ne? So. Ansatzloser Bewegung, grundsätzlich 5 Bewegungen, die sich einmal wiederholen, bevor sie zur Endfigur kommen. Und die Endfigur ist im Kern der Dauri oder nicht im Drachen immer so. Dann Dung Kai Shu Shen. Zerreißt die Wolken und jetzt zerreißt den Donner. So, jetzt kannst du noch machen. Und Lung Chao Kai Shu Hua. Also ich muss hier nicht überfliegen, ich komme hier schön direkt mit Ansatz und ansatzlos auch raus. Ansatzlos. Mit Überbügeln und Unterbügeln ist dann möglich erst. Ist vorher nicht möglich gewesen. Und das jetzt wieder nochmal so viel. Und der Drache. So ist die richtige Bezeichnung bei uns. Wo ich mir das alles ausgedacht habe, ne? Wenn die, habe ich auch alles vorgeführt, wenn die Runen unter genügend Druck stehen, dann werden sie gebrochen, bis die Mandarinzeichen rauspurzeln. Und sagen andere Runenkundige, ja, das ist bei anderen Schriften auch so. Die Strichfolge von den Runen geht original in den Mandarin-Tabus weiter, welche Zeichen man so malen möchte und welche man nicht so malen möchte. Und wie man sie phonetisch standardisiert und warum die andere in anderen Himmelsrichtungen anders standardisiert werden. Das machen wir mal ihr Kangedao-Studie zum allerbesten.